Hallo liebe Leute, also darüber muss ich unbedingt ein Video machen, weil das sowas, das triggert mich so ohne Ende, da muss man sofort ein Video machen. Heike Michelsen sagt, Frauen Wegbereiter im großen Wandel, und sie sagt so, ja, eine große Anzahl von Frauen ist jetzt für den Wandel zuständig und auch ein paar feinfühlige Männer und so. Und aber vor allem die Frauen, die jetzt viel kommunizieren und so. Das Problem ist mit der Kommunikation, um zu kommunizieren, meistens zumindest, brauchst du Wörter. Und Frauen kommunizieren sehr gerne mit vielen Wörtern. Und ich gebe euch jetzt ein Beispiel dessen, warum, wie ich beschreiben will, dass das überhaupt nicht stimmt, was gesagt wird von ihr. Und ich werde das quasi sozusagen hinterlegen, warum das so ist. Also mit meiner Ex-Freundin habe ich gesagt, so, ich möchte mal, die hat sich für ultra spirituell gehalten und weiter, viel weiter als ich. Und eines Tages meine ich zu ihr, du, ich würde gerne mal einen Tag der Stille machen. Wir reden den ganzen Tag nichts. Sie hat gesagt, ja, okay, interessantes Experiment machen wir. Am Ende des Tages, ich weiß nicht mehr, ob es am Ende des Tages war oder am nächsten Tag, auf alle Fälle machen wir kurz Reflexion und ich sage so, boah, das war toll. Und sie sagt zu mir, das war der schlimmste Tag ihres Lebens, das war die absolute Hölle. Warum? Ganz einfach, weil sie das Ich, was sie wahrnimmt, komplett auf ihre Gedanken bezieht. Im Endeffekt, sie denkt, sie ist ihre Gedanken und die Gedanken waren so aktiv, dass sie es als schwierig empfand, nichts zu sagen, weil sie sich eben so stark mit diesen hochschießenden Gedanken identifiziert. Wenn Frauen viel reden, hat das nichts und rein gar nichts mit höherer Spiritualität zu tun, egal über was sie reden, sondern es ist einfach nur eine Übersprungshandlung, um die Stille nicht wahrzunehmen, die sie sind. Und wenn du ein bisschen in dich umguckst und schaust, wer sind die spirituell Erwachten oder wer waren die spirituell Erwachten, wie viele Frauen sind dabei? Ich kenne persönlich keine einzige. Ich war bei Ganga Mira in Portugal, das war die Frau von Papaji. Und ich war bei zwei Sessions dabei. Mit meinem Campervan bin ich hingefahren und habe zwei Sessions mitgemacht dieses Jahr. Nach zwei Sessions habe ich gemerkt, es ist genug, ich fahre weg. Das hat mir gereicht. Und ich habe gemerkt, sie hat eine gute Wegweise oder ein gutes, na, sagen wir mal, sie hat halt auf die Non-Dualität gezeigt. Aber ich habe in ihr keine spezielle Guru-Kompetenz gespürt. Also wo sie wirklich durchgreift und ein Meister ihres Werks ist, obwohl sie das schon sehr lange macht. Und sie war ja sehr lange auch mit Papaji zusammen und hat genau beobachtet, was er tut. Dass sie erwacht ist, würde ich jetzt nicht bezweifeln. Wäre ja auch ein bisschen komisch, mit 20, 30, 40 Jahre lang mit Papaji zu sein und nicht zu erwachen. Aber die großen Namen sind Muji, Eckhart Tolle, Ramana Maharshi, Srinivasa Gadatta, wen haben wir noch? Rupert Spira, wo ist da eine Frau dabei? Und das ist die höchste Schwingung, die es gibt. Also es ist tatsächlich das Erwachen zur Non-Dualität ist die höchste Schwingung, die es gibt. Und deswegen bin ich absolut nicht d'accord, Frauen als speziell hier rauszuholen und sagen, irgendwie sie sind der Wegbereiter in eine neue Zeit, Wegbereiter in den großen Wandel, bla bla bla, durch Kommunikation und bla bla bla. Erst wenn du die Stille wahrnimmst und die Stille auch lebst, kannst du, sagen wir so, zum Meister Guru emporstreben. Und das wird sich dann auch organisch ergeben, das musst du gar nicht versuchen. Ich finde das absolut nicht in Ordnung, aus meiner Sicht, das Ganze in Frau oder Mann zu schieben.
Ich wollte nur ein bisschen kontern und erzählen, dass viel Blödsinn geredet wird. Und das Ganze wieder ein bisschen in Relation bringen. Aber ich würde sagen, Erwachen ist ja nicht männlich oder weiblich. Das hat ja mit dem Körper nichts zu tun. Ja, also das dazu.